have you ever felt? Are you listening? Damn. Mahlzeit, Leute. Der Schleppi hier am Start. Ich habe mir mal gedacht, ich werde mir mal die Dark Elder Starter Collecting Box holen, da ich ja, wie ihr wisst, oder noch nicht wisst, oder wenn nicht, dann wisst ihr das jetzt. Dark Elder ist mein neues Projekt. Und dann passt das natürlich jetzt wie Faust aufs Auge, dass die Dark Elder Collecting Box rausgekommen ist. Man sieht ja, 15 Zitadellen-Miniaturen sind wir da mit dabei. Und darunter im Standard haben wir einmal einen 10er-Trupp Cabalite Warriors, im HQ der Archon und dann dazu kommt noch ein Raider, genau, Raider war das Wort, und ein 3er-Trupp aus der Sturmauswahl von den Reaver Bikes. Insgesamt schon ein ziemlich cool aufgebaute Start Collecting. Die Dark Elder, soweit ich weiß, hatte ja schon mal so ein inoffizielles Start-Collecting von dem Witch-Kult, wo auch ein Raider mit dabei gewesen ist, eine Succubi und 10 Witches, sofern ich weiß. Die habe ich aber leider verpasst. Die gab es dann nicht mehr. Da ich ja auch den Witch-Kult eventuell mit in mein Kontingent mit reinnehmen werde. Ich werde wahrscheinlich eh wieder alles holen und irgendwie dann wieder querbeet spielen, wie ich gerne möchte und Lust habe. Ja, dann gucken wir mal rein, was die gute Box so hergibt. Viele Gussrahmen werde ich jetzt mal vermuten. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Da haben wir schon das erste Jetbike. Schön. Die bin ich schon sehr gespannt. Ja. Ich bin allgemein auf Dark Elder sehr gespannt, weil ich ja noch gar nicht gespielt habe und ich noch voll im Aufbau bin. So, dann haben wir hier, ist der Blaster. Immer so, ja, da sieht man. Und dann haben wir noch eine Hitzelanze. Schön Melter. Ja, sehr cool. Hier sind noch die anderen beiden Jetbikies. Sehr cool. Hier haben wir auch schon den Archon. Ja, der Archon ist an sich von der Pose her, finde ich den schon extrem cool. Also, so wie er auf den Steinchen hier steht. Nur leider gefällt mir das Gesicht überhaupt nicht. Ist natürlich Geschmackssache, jedem ist selbst überlassen, wie er den gerne dann aufbaut. Ich guck mal, wo haben wir das hübsche Gesicht von ihm? Da. Ich werde es wahrscheinlich nicht nehmen, sondern einen kleinen Umbau machen, eventuell vom Sibarit den Helm nehmen, von den Cabalite Warriors. Ich muss mal sehen. Ich finde das alte Archon-Modell, der die Seelenfalle in der Hand hat, finde ich extrem cool. Wenn einer den loswerden möchte, nehme ich gerne ab. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Ja, gut. Der Raider. Na klar. Schön hier alles. Das Außenchassis vom Raider. Hier wird es dann schon ein bisschen interessanter. Wieder die zwei verschiedenen Segel, die man zur Verfügung hat. Hinten schön das Ruder. Die beiden Rammen, die man zur Verfügung hat, mit zwei verschiedenen Mustern drauf. Und ganz viel Crew. Hier haben wir noch die beiden Waffen. Einmal die Schattenlanze und das Katapult. Ja. Sehr cool. Es war immer eine Heidenarbeit, die ganze Crew da irgendwie am Mann zu bringen. Habe ich bei meiner jetzigen auch noch nicht gemacht, die werde ich euch gleich mal zeigen. Die ist noch in Aufbau und noch in Bemalung, aber die gibt schon ein bisschen was her, man kann schon ein bisschen was erkennen. So, dann haben wir die 10 Cabalite Warriors. Da gibt es auch ein paar Kniffs,
die man eventuell in Betracht ziehen könnte, wenn man jetzt nicht gerade die Splitterkanonen spielen möchte oder nicht braucht oder die als Trueborn umbauen mag. Da gibt es nämlich hier oben, oh, so, da ist der Blaster und hier ist der Shredder. So, wenn man jetzt den keinen Shredder braucht, man würde gerne lieber zweimal den Blaster spielen, zum Beispiel bei den Trueborns, dann kann man einfach hier vorne diese kleine Spitze da abschneiden. Und wenn man es natürlich dann noch ganz genau nimmt und man diesen Aufsatz hier noch braucht, dann könnte man auch die Pistole, die hier unten, einfach von der Pistole vorne den Aufsatz abschneiden und den auf den Schredder kleben. Und dann hat man einen zweiten Blaster, beziehungsweise eine zweite Lanze. Ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Außer natürlich, man möchte gerne den Shredder behalten. Dann auch okay. Ist jetzt nur so ein kleiner Tipp, Hinweis, Trick, wie man es gerne machen möchte. Jo. Ansonsten, hier, wo haben wir denn? Da oben ist er. Schön, die Schattenlanze. Schön, Lanze ins Gesicht. Sehr gut. Bin ich auch schon sehr gespannt, wie sich das allgemein alles spielen lässt. So, Bases. Ja, kleine Jetbike-Bases. Halt das ganz normale Standardprozedere. Einfach mal raus damit. Kennt ihr ja alle. Jo. Auch noch ein schönen Aufkleberbogen mit dabei. Ein paar coole dabei. Ich finde zum Beispiel das tränende Auge finde ich ganz cool oder die gekreuzten Dolche. Ich müsste aber mal gucken oder mal überlegen, was überhaupt zu meinem Thema passt. Ich denke mal, diese Dolche hier, die oder hier oben die Dolche, die werden zu meinem Thema relativ gut passen. Oder dieses Pentagramm hier ist auch nicht verkehrt. Sieht man wahrscheinlich auf Cam gerade sehr schlecht, weil es ist weiß. Ja, da so. Ja. Weil ich ja das Thema Raider. Ich würde gerne Raider machen, wie zum Beispiel von Fallout, so ein bisschen auf dreckig. Nicht dieses 0815, hier dieses grüne oder dunkle Dark Elder Schema. Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so. Es ist cool, definitiv, aber ich habe mir gedacht, mach's mal was anderes, warum denn nicht? Sieht man nicht häufig, weil Dark Elder ja meistens so wie die Waffenbrüder Elder so ein bisschen geleckt sind. Deswegen werde ich euch gleich noch ein bisschen was zeigen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Anleitung zum Aufbauen. Das kennt ihr ja. Schönes Bildchen. Nicht schlecht. Ja, dann kommen wir mal zu das Interessante. Was haben wir denn hier? Das ist der Dark Elder Formationsbogen für diese Box. Noch ein paar Bildchen hinten drauf. Ja, die Sonderregel zum Sterben Ausersehen von dem Dark Elder Purge Coterie. So heißt die Formation. Purge. Gibt's auch so einen schönen Film, der heißt auch so, The Purge. Zum Sterben Ausersehen. Die Macht, über die der Archon verfügt, ist so gewaltig, dass er mit nichts weiter als einer knappen Geste den schnellen Tod jener befehlen kann, die ihm missfallen. Zu Beginn jedes seiner Züge willst du eine feindliche Einheit, zu denen der Archon eine Sichtlinie ziehen kann. Alle anderen Einheiten der Purge Coterie haben bis zum Beginn seines nächsten Zuges die Sonderregel Erzfeind gegen die gewählte Einheit. Ja, ist im ersten Moment ziemlich cool. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Also Trefferwürfe von 1 wiederholen. Ist jetzt im ersten Moment für die Cabalite Warriors, die wahrscheinlich in der Barke sind, uninteressant, da die meisten Spieler ja mit Splinter Racks oder Splitterwaffenvorrat ausrüsten. Deswegen haben die E-Synchro. Aber sofern sie ausgestiegen sind oder die Reavers mit ihren Meltern und Lanzen, ist das auf jeden Fall schon mal eigentlich eine ganz starke Regel. Besonders wenn man irgendwelche Ziele fokussen möchte, wie
Fahrzeuge für die Lanzen bzw. Melter oder ja, ist das auf jeden Fall schon sehr mächtig. Ja, sobald die dann ausgestiegen sind, die Cabalite Warriors zu dem Thema, haben sie ja nicht mehr die Synchro-Regel, dann wird es dann auch schon für die Cabalite Warriors dann interessant. Das Schöne an der Sache ist, wenn man hier mal bei der Formation guckt, na, wo sind wir denn? Man braucht eine Einheit von Reavern. So, eine Einheit kann aber auch aus 12 bis, ich glaube sogar bis 15 Reaver entstehen. Und wenn man 15 Reaver hat, mit richtig vielen Meltern und Lanzen drin, boah, und dann den Rest noch mit Splitterwaffen zuknallt, ist das schon stark, stark. Und man kann sogar die Cabalite Warriors bis zu einer Größe von 20 spielen. Ja, also bis zu 20 Cabalite Warriors, selbst wenn die dann im offenen Gelände stehen, boah, das ist schon eine Menge Schuss, eine Menge Giftschuss, was da abkommt. Ja, das war es auf jeden Fall zu der Sonderregel. Ich persönlich finde die gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt nicht so richtig überpowered oder zu stark, aber ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick zu dem normalen. Ja, es gibt ja eigentlich außer dem Homunculus Covenant keine richtige Regel, also keine Formation. Außer das Überfallkommando, was dann den besseren Decker beim Nachtwurf gibt. Ja. Ja, Box ist leer. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch irgendwie andere Ansichten, was das angeht. Könnt ihr mir gerne Tipps und Tricks bitte in den Comments. Sehr cool. Das würde ich mich sehr darüber freuen, da ich ja auch kompletter Dark Elder Anfänger bin und komplett im Aufbau eigentlich noch. Und ja, schmeißt raus, Leute. Helft mir, gebt mir ein paar Tipps, wie ich den anderen Table Fighters mal so ein bisschen Druck machen kann, den ärgern kann. Und den richtig auf den Sack gehen kann. Piep. Ja, ich wollte euch doch mal noch ein bisschen was zeigen, so wie momentan der Stand ist, wie mein Malschema ist. Haben wir hier ein paar Witches. Die sogenannten Red Grief. Also ich habe mich den Red Grief Farbschema mal zugewandt. Das fand ich für den ja, Raider Style gar nicht mal so schlecht. Da habe ich nämlich die Panzerung in das ehemalige, ich glaube Scarab Red hieß das, oder Scarab Red, habe ich genommen. Habe ich im Prinzip mit Mephisto Red und Caledon Blue gemischt. Und dann kam ich auf diese dunkle Kirschfarbe. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht der beste Maler, bin noch ziemlich am Anfang meiner Warhammer-Karriere. Ich spiele jetzt 9, knapp 10 Monate bin ich jetzt dabei. Also hab ein bisschen Nachsicht. So, das wären dann meine Witches. Und ich werde definitiv das Beast Pack spielen. Da habe ich mir hier schon mal so ein Claw Fiend zugelegt. Richtig klasse Modell. So, er sieht so ein bisschen aus wie von Fallout die Todeskralle. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, richtig geiles Modell. Die zweite ist auch schon geordert. Die Wauzis sind auch schon in der Mache. Alles schon vorbereitet. Ja, so sollen meine Cabalite Warriors dann ungefähr mal aussehen, wenn sie fertig sind. Schön. Ein bisschen in Knochenfarbe, wie man sieht, auch ein bisschen geweathert, ein bisschen mit Tupftechnik. Schön so. Kommen, es ist alles noch ein bisschen in Arbeit. Kommt noch ein bisschen Rost, möchte ich hier an die Metallteile dran machen. Habe ich hier noch ein paar Mandrakes, einmal den Night Fiend. Und Mandrake selber. Finde ich für die Punkte, für 60 Punkte eine Einheit gar nicht mal so schlecht. Zweier Decker im Gelände, schön zum Missionsziel halten. Nicht schlecht. Jo, und meine erste
Barke, mein Raider. Auch hier ist dieser Abplatzeffekt ein bisschen in dem Farbschema. Bei dem Segel bin ich mir noch nicht so sicher. Ich werde wahrscheinlich eher auf so ein Grün umschwenken. Muss so mal sehen. Ist alles noch ein bisschen in der Arbeit und mal gucken, was hier so abgeht. Aber ihr werdet ja im Endeffekt dann sehen, wenn ich mal gegen die Jungs damit spiele, wie es wird. Ja, das war mein erstes Unboxing. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Wie gesagt, seid ein bisschen nachsichtig mit mir. War mein erstes und ist gar nicht so einfach in die Cam reinzureden. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, vielleicht fangt ihr ja auch Dark Elder an. Und für die Veteranen unter euch, unten in die Comments bitte ein paar schöne dreckige Tipps und Tricks für mich. Okay, haut rein.